We're moving. Let's go. Go, go. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Preview. Ja, ihr seht ja schon, Battlefield 1 ist zwar gar nicht der erste Teil von Battlefield, aber egal, ist an für sich Battlefield 5. Aber EA war der Meinung, weil es im Ersten Weltkrieg spielt, sollte man es wieder Battlefield 1 nennen. Kann man praktischerweise auch wieder ein paar Teile hinten dranhängen. Ja, okay, ist mir an für sich egal, weil das gute Stück sieht saugeil aus, ja, und da ist Fun vorprogrammiert, hoffen wir doch alle. Ja? Das Gameplay, was ihr hier seht, ist aus der Alpha und das gute Stück wird erst am 21. Oktober erscheinen. Aber, liebe Leute, und zwar soll es eine offene Beta geben und die soll es noch diesen Monat geben. EA hat angedeutet, nach der Gamescom, also im Zeitraum so um den 20. könnte es sein, dass die Open Beta schon startet. Ja? So, und wer jetzt schon vorbestellen will, der kann das gerne tun. Wenn ihr direkt bei EA bestellt, kostet das gute Stück 60 Euro und hier an meinem Link unter dem Video kostet es irgendwann mit 40. Spart ihr richtig Kohle, unterstützt mich dabei. Ja, wäre ich sehr froh, wenn ihr das Game über meinen Link ordert. Kostet euch nichts extra, keine Angst. Ja, und ja, da sind wir mal gespannt. Ja, ich finde das hier hammergeil, sieht super aus und wenn das Spiel wirklich so exzellent geil wird, wie das hier aussieht, dann haben wir ein richtig fettes neues Game am Start. Ja, und zurzeit suchen wir händeringend, ich für meinen Teil auf jeden Fall. Kommt im Moment nur Müll, dank Sommerloch, ja. Nichts Schönes für mich irgendwie und naja, okay. Ich hoffe, ihr hattet Fun mit den Game-Szenen aus der Alpha, die ich ein bisschen Musik hinterlegt habe. Fand, hat so gut dazu gepasst. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren und Augen offen halten. Den Termin für die offene Beta gebe ich bekannt. Ja, ist klar, kündige ich an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Tschüss.